Alu Tech Trade GmbH ist ein Metallverarbeitungsbetrieb in Murek. Derzeit beschäftigen wir 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive drei Lehrlingen. Wir verarbeiten Metalle aller Art, hauptsächlich im zerspanenden Bereich mit CNC-Dreh- und Fräsmaschinen. Unser Fokus liegt darin, Kundenanforderungen mit höchster Qualität zu erfüllen. Wichtig sind uns Flexibilität und die Bedarfe unserer Kunden just in time erfüllen zu können. Es geht munter weiter. An unserem Interviewtisch begrüße ich den Herrn Dr. Michael Dastig von der Firma Alu Tech Trade. Alu Tech Trade, wir sind in der Südoststeiermark. Ich kenne jetzt ganz viele Betriebe. Jetzt im ersten Moment meine Frage, die sich gleich ganz spontan aufdrängt: Wo ist Alu Tech Trade beheimatet und seit wann gibt es die Firma in der Gegend? Die Firma Alu Tech Trade wurde 1999 als Aluminiumhandel gegründet in Salzburg und wir sind 2007 dann aus privaten Gründen in die Steiermark übersiedelt, waren ursprünglich ein deutlich kleineres Unternehmen und haben dann im Zuge der Zeit, also 2007, haben wir die ersten Bearbeitungszentren gekauft und haben die Firma jetzt inzwischen komplett umgestellt. Wir sind im Grunde unechte Lohnbearbeiter. Also wir haben für unsere Kunden, wir kommen ursprünglich aus dem Aluminiumprofilbereich, wir entwickeln, beschaffen und lagern für unsere Kunden Material und liefern dann in die Fertigungsprozesse der Kunden in der Regel just in time auf im Extremfall Förderband. Spannend, für mich vor allem auch interessant, Sie sind in die Region neu gekommen. Das war ja eine bewusste Entscheidung, auch als, wo wir alle Jugendlichen, jungen Burschen und Mädchen, die hier in der Region wohnen, die brauchen nicht extra herziehen, sondern die haben den Genuss, dass sie auch in dieser schönen Region Südoststeiermark, steirisches Vulkanland, leben dürfen und hier auch arbeiten, zum Beispiel bei Ihnen bei Alu Tech Trade. Und das sind ja nicht wenig, sagt mir da mein Zettel, 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und davon drei Lehrlinge. Genau, richtig. Sie verarbeiten Metalle aller Art, ja. CNC ist ja auch so ein Schlagwort im Metallbereich gerade aktuell. Vielleicht, bevor wir jetzt zum Lehrberuf, den Sie ausbilden, kommen, Metalltechniker, Metalltechnikerin, Zerspannungstechnik, was ist das? Also Zerspannungstechnik und befasst sich um alles, was eine spanabhebende Bearbeitung ist, also Fräsen, Drehen, Drehfräszentren, also der gesamte Bereich, aber nicht nur Metalle, also wir bearbeiten schwerpunktmäßig Buntmetall, also Aluminium, Kupfer, ein bisschen Messing, haben aber auch Edelstahl, Stahl, der gesamte Bereich, aber auch Kunststoffe. Also der Zerspannungstechniker ist eigentlich sehr breit aufgestellt. Das geht im Extremfall von Nippelmaschinen, von Tafelscheren bis zum eben den gesamten Fräsbereich, den man kennt. Inzwischen ist der Anspruch natürlich deutlich größer geworden. Also heute sind standardmäßig, also wir haben im Betrieb allein fünf Achs-Profilmaschinen, die wir bis zu 10 Meter langen Profilen bearbeiten können. Dann haben wir Werkzeugmaschinen mit 5 Achstischen, 2 inzwischen, 3 Fräszentren mit angetriebenen Werkzeugen, also wo man sehr viel auch schon simultan fräsen muss, wo eigentlich die ganze Programmierung nicht mehr auf der Maschine möglich ist, sondern auch schon sehr anspruchsvoll am Computer, am PC mit Programmen vorbereitet wird und dann an die Maschine gezogen wird. Herr Dastig, das waren ja jetzt für unsere Jugendlichen ganz viele Stichwörter. Programmieren, 10 Meter lange Profile, also große Maschinen. Wenn jetzt jemand keine Vorstellung von Zerspannungstechnik hat, ja, ich habe mal die Gelegenheit gehabt, mir das ein bisschen anzuschauen. Können wir das den Jugendlichen so vermitteln? Riesige Maschine. Computer, Programmieren, genau. Eigentlich alles sehr sauber, oder? Sehr sauber, ja. Das ist auch inzwischen vielleicht sehr beschreiben sauber. Sie uns den Arbeitsplatz eines Zerspannungstechnikers. In der Regel Zerspannungstechniker auf der Maschine, mit dem Werkstück kommt er in Kontakt, indem er den Rohteil einlegt, spannt und dann den Fertigteil rausnimmt und die Maschine rausblast. In der Regel der Großteil der Arbeit des Zerspannungstechnikers selber ist es einmal, er kriegt die Zeichnung, schaut, mit welchem Vormaterial arbeitet er, schaut, mit welchen Wegen, auf welchen Schritten kommt er zum Endergebnis. Und im Grunde der Kernpunkt ist das Programmieren des Arbeitsablaufes, des Werkstücks und dann nachkontrollieren, nachmessen, ist ein wesentlicher Punkt. Also wenn wir jetzt mal, Sie haben uns da ja einige Musterstücke mitgebracht, wenn Sie uns vielleicht da kurz erzählen, das wird vorher gezeichnet, programmiert. Genau, gibt eine Zeichnung dafür. Und dann das Roh, also da, so ein Würfel, Metall, ja. Sage ich jetzt einmal mit einfachen Worten, eingespannt.
Und dann fräst die Maschine. Genau, da fräsen du die Maschine, man muss sich halt vorher überlegen, wie komme ich zu dem Ergebnis. Das war einmal ein Würfel, wo kann ich spannen, wo kann ich es befestigen. Das muss ich in mehreren Schritten tun. So von dem, das ist die Kunst des CNC-Technikers, das fertige Ergebnis im Rohstück zu sehen und die Schritte dazu zu erlernen. Und das ist der Bereich, das ein CNC-Techniker lernen soll. Wie spannend und das ist natürlich die Vielfalt. Also mal so ein CNC-Techniker in der Regel steht nicht am Fließband und macht ein Jahr lang dasselbe Teil. Der CNC-Techniker hat jeden Tag neue Herausforderungen. Wir haben heute schon, wenn ich jetzt das ganz einfach mit meinen Worten vergleiche, wir haben heute schon Tourismusbetriebe zu Gast gehabt. So wie es in einer Küche jeden Tag unterschiedliche Gerichte, eine Tageskarte gibt, so ist es auch bei Ihnen im Metallbereich. Das heißt, Sie arbeiten immer wieder innovativ, wahrscheinlich auch Prototypen, komplett neue Werkstücke, die vorher auf der Welt wahrscheinlich noch nie produziert worden sind. Das ist ein runder Kern der Arbeit. Ja, spannend. Was muss man da mitbringen? Auf was schauen Sie? Was fragen Sie zum Beispiel einen Jugendlichen, ein Bursch oder ein Mädchen, das sich bei Ihnen bewirbt? Was ist so eine typische Frage von Ihnen? Kern ist einmal, wie ich auch die Vorredner schon gesagt habe, das Wichtigste ist einmal, kommt in die Betriebe schnuppern, dass ihr wisst überhaupt, was macht der Beruf. Also, dass man da mindestens einmal eine Woche im Betrieb mitläuft. Man in der Schnupperwoche macht, kann man nicht erwarten, was Gott für Arbeit macht, aber man läuft mit von Maschine zu Maschine, sieht ein bisschen Arbeitsschritte und sieht, um was es geht. Damit man einmal weiß, auf was lässt man sich ein, ist das mein Bereich, gefällt mir das. Das ist einmal das A und O und dann, ich sage einmal so das Wichtigste, man muss wollen. Man muss bereit sein für Neues, man muss bereit sein, auch etwas zu lernen. Der Zerspannungstechnik oder Metalltechnik ist sicher Mechatronik, Zerspannungstechnik, etwas die anspruchsvolleren Lehrberufe in diesem Bereich. Aber ich sage, A und O ist, man muss wollen, man muss Bereitschaft haben, etwas Zeit zu investieren. Was nicht ganz unwichtig ist, ein gewisses mathematisches Grundverständnis. Also ich sage, das sage ich gleich vorab. Also wer in Mathematik sich ganz schwer tut, wird sich einfach schwer tun beim Programmieren von einer CNC-Maschine. Das ist einfach das A und O. Aber ich sage, der Rest, wenn man will, lässt sich erlernen. Und man kann ja vielleicht auch beim Arbeiten seine Lust und Liebe zur Mathematik entdecken. Sie haben schon gesagt, anspruchsvoller Lehrberuf. Wie lange ist die Lehrzeit? Die Lehrzeit ist 3,5 Jahre. 3,5 in dem Fall, ja. Das bedeutet aber auch 4 Klassen Berufsschule. Genau, dreimal zwei Monate, einmal ein Monat. Ja, also drei Klassen normal, genau. Wie die meisten Lehrberufe und eine zusätzliche halbe Klasse. Genau. Die Berufsschule ist wo? Normalerweise ist in Knittelfeld. Unsere Schüler gehen zum Teil in Moreck in die Berufsschule. Ist zwar nicht ganz auf Zerspannungstechniker spezialisiert, wobei in unserem Betrieb tut es so nicht weh, weil wir das gesamte Spektrum selber sehr gut abdecken können. Also wir haben die gesamte Dreherei, wir haben die Fünfachsfräserei, wir haben eigentlich bis auf die Blechtechnik alles im Haus. Also bei unsere Lehrlinge lernen bis zum Aluminiumschweißen alles. Uns ist auch ganz wichtig, dass, weil ich bilde einen Lehrling aus, dass er mir hoffentlich im Betrieb erhalten bleibt und dass er auch das gesamte Spektrum dann abdecken kann. Also wir haben auch Dinge, was man normaler Zerspannungstechniker selten lernt, speziell im Profilbearbeitungsbereich. In der Regel der Zerspannungstechnik sind es auf den Werkzeugmaschinen und wir haben da eigene Maschinen dafür für Profilbearbeitung. Das ist, funktioniert ähnlich, aber nicht ganz gleich. Und wir decken ein sehr großes Bereich ab, also das ist für uns im Betrieb wichtig, dass er möglichst alles lernt. Was unsere Jugendlichen auch interessiert, wird eine Frage aus dem Chat. Ich bewerbe mich bei Alutech Trade. Ich werde hoffentlich eingeladen von Ihnen. Immer. Mit wem führe ich das Gespräch? Mit Ihnen? Entweder mit mir oder meinem Betriebsleiter, Herr Schober. Ja. Meine rechte Hand. Und was erwartet mich da? Ein schriftlicher Test, eine Aufnahmeprüfung? Das Wichtigste zuerst einmal eine Woche kommen, schnuppern, schauen, wie es ist. Und dann sieht eine Woche? Selber, eine Woche gleich schnuppern, Wer geschickt. Also ja. Ich sage mal, ein, zwei Tagen kann man es fast nicht ablaufen. Mhm. Dass man ein bisschen sieht, dann sehen wir, wie stellt er sich an, hat er Interesse und der Lehrling selber, der Potenzielle, sieht selber, ist das meine Welt? Weil es ist ja doch eine Entscheidung auch fürs Leben in einem gewissen Rahmen, das muss dann klar sein. Mhm. Und dann sieht man ist Potenzial da, ist das Potenzial vom Lehrling da, interessiert ihm das Ganze auch? Und dann setzt man sich zusammen, weil wir machen meistens einen einfachen Test. Ich sage, da geht es mehr um ein bisschen mathematische Grundkenntnisse, was ein bisschen da sein sollte. Also, ob man da jetzt Englisch mit uns sprechen kann, das ist kein wesentlicher Punkt für uns. Also, wo man sinnerfassend lesen kann, das wäre mir wichtig, aber da sieht man ein bisschen, ob das Potenzial da ist und dann muss man sich zusammensetzen, ob man zusammenfindet. Okay. Gespräch und Interesse, ich glaube, das ist auch eine der Botschaften an euch alle. Das sind wichtige Faktoren. Den Rest kann man im Leben lernen und wie wir es heute auch schon gesehen haben,
die Karriere startet ganz unterschiedlich und jemand, der vielleicht heute keine Mathematik liebt, ist in 3 Jahren ein begeisterter Mathematiker, weil er einfach sieht, er oder sie, der Bursche oder das Mädchen, was daraus werden kann. Was aus Zahlen am Papier werden dann solche Werkstücke. Und ich würde Sie vielleicht ganz kurz noch bitten, dass Sie uns noch ganz kurz erzählen, was Sie da mitgebracht haben, so zum Abschluss. Das ist zum Beispiel eine Brüheinheit für alte historische Kaffeemaschinen, für Sanieren. Was haben wir da? Das zum Beispiel ist die Schnellmontagehalterung für den Schalldämpfern auf einem Gewehr. Das ist der Repetierbügel fürs SDG 77. Okay, SDG 77 ist eine Waffe, die beim österreichischen Bundesheer genau, verwendet wird. Das heißt, man hat auch mit allen möglichen Kundenbereichen zu tun, also quer Kundinnen durch, kreuz und quer. Durch. Das ist ein Haltebügel für Hydraulik und das ist auch eine Hydraulikkomponente, die sich verstellen lässt. Jetzt frage ich Sie noch was, ohne Sie jetzt darauf vorbereitet zu haben. Was würden Sie sagen, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf was sind die ganz besonders stolz, dass die bei Alutec Trade arbeiten dürfen? Was gefällt Ihnen ganz besonders bei Ihnen im Betrieb oder sind Sie ganz besonders stolz auf irgendeine Leistung des Betriebes? Als Beispiel, wir sind zum Beispiel, Teile von uns sind in jedem Feuerwehrfahrzeug, das in Österreich produziert wird, drinnen. Okay. So gewisse Teile, wo wir hin sind, also wir sind recht stark vertreten, auch jetzt in Elektroprüfanlagen, was jetzt mit den E-Autos viel gekommen ist, machen wir viele Teile. Wenn man auf die Straße schaut, wenn man 10 Minuten da steht, sieht man sicher ein Teil, was man vorbeifährt. Mhm. Das ist den Leuten immer richtig. Wir versuchen auch, momentan geht es nicht, dass wir sagen, einmal wir einen Betriebsausflug zu machen und dann fahren wir eben zu unseren Kunden, dass sie auch sehen, was passiert mit den Produkten. Also da sehen sie auch selber, dann sehen sie, ich habe immer das Teil gesehen, wofür ist es, dann sehe ich es, wo wird es eingebaut, was ist die Bedeutung, ist immer auch recht interessant. Also versuchen wir das ein bisschen, dass wir die Leute auch so einbinden. Ja. Und wie gesagt, im Metallbereich ist natürlich, sie stehen dann alle Tore offen. Sicherlich einer der Bereiche, wo man schaut, auch jetzt in der Krise, da hat keiner einen Job gesucht, muss man offen sagen. Herr Dastig, vielen Dank. Ganz interessanter Einblick. Sie waren jetzt so von diesem Blog Industrie und Metall. Wenn ich da ganz kurz unser Programm hernehme, wir haben zu Gast gehabt AT&S aus Fähring. Wir haben gehabt zu Gast Boxmark aus Feldbach und Jennersdorf und jetzt Alutec Trade aus Murek. Eine spannende Welt rund um das Metall in den unterschiedlichsten Formen und Varianten. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Ich danke.